Laune und ein strahlendes Lächeln sind bei ihr vorprogrammiert. Michelle Hunziker ist uns nicht nur aus der deutschen TV- und Fernsehwelt bekannt, sondern ziert auch italienische sowie schweizerische Bildschirme und das schon seit mehr als 25 Jahren. Doch nicht nur als Moderatorin verleiht sie jeder Sendung ihren Charme, auch als Model hat sie bereits einigen internationalen Modemarken ihr Gesicht geliehen. Dabei sind ihre gepflegten langen blonden Engelshaare ihr Markenzeichen. Ob in langen Wellen, streng zurückgesteckt oder in eleganter Hochsteckfrisur, ihr steht einfach alles. Schon einmal überrascht die Blondine mit einem frechen Pony, doch das ist bisher das höchste an Gefühlen gewesen, was Michelle an ihren Haaren hat machen lassen. Daher überrascht es uns umso mehr, welchen Look uns die 43-Jährige jetzt präsentiert. Und dabei verschlägt es uns glatt die Sprache. Völlig verändert und mit einem roten Bob hätten wir sie kaum erkannt. Mit verruchter Miene und einem mit Monden verzierten Oberteil ist sie bereit für eine Partie Schach. Ob sich ihr Gegner auf das Spiel konzentrieren kann oder wie wir nur Augen für die veränderte Michelle hat, fest steht, ob blond oder feuriges Rot, sie kann alles tragen. Vor kurzem teilt TV-Arzt Dr. Johannes Wimmer eine ganz private Nachricht mit seinen Fans. Seine 9 Monate alte Tochter Maximilia kämpft gegen einen Hirntumor. Nun ist Maximilia in der Nacht vom 21. auf den 22. November 2020 gestorben. Die ganze Nacht hielt ihr Papa ihre Hand. Dieses herzergreifende Foto seiner süßen Tochter teilt er zum Abschied und schreibt dazu: Unser Engel Maxi. Die Anteilnahme am schweren Schicksalsschlag des 37-Jährigen und seiner Familie ist riesig. Seit die Familie im Sommer 2020 die schreckliche Nachricht bekommt, kämpft ein Ärzteteam im Krankenhaus um das Leben der kleinen Maximilia. Vor wenigen Wochen entscheiden sich Dr. Johannes Wimmer und seine Frau dann dazu, ihre Tochter nach Hause zu holen. Maximilia wird von einem Palliativteam und Krankengymnasten gepflegt. Die Familie will noch ein wenig gemeinsame Normalität erleben. Das Paar heiratet sogar in der Zwischenzeit. So kann die kleine Familie denselben Namen tragen. Gegenüber Bild sagt der Mediziner, sie hat dann den für sie richtigen Zeitpunkt gewählt, von uns zu gehen. Und als Eltern haben wir ihr gesagt, dass sie gehen darf. Maximilia hat sich im Schlaf geborgen und umsorgt in unserem Bett auf die Reise zu den Sternen begeben. Unsere gesamte Familie konnte in Ruhe und Frieden Abschied nehmen. Iris Mareckes Stehen sorgt einfach immer für gute Laune. Ob auf den TV-Bildschirmen oder privat, die schöne Schauspielerin geht mit einem breiten Lächeln durchs Leben. Genau diese herzliche und offene Art macht sie bei ihren Fans so beliebt. Das ansteckende Grinsen des TV-Sternchens können wir auch auf dem neuesten Schnappschuss der 29-Jährigen bewundern. Darauf strahlt sie happy wie immer in die Kamera. Doch nicht nur das makellose Lachen fällt ins Auge. Auch die Wahl ihres Outfits lässt die Fans regelrecht ausflippen. Verführerischer Einblick, kommentiert ein User den Schnappschuss. Bei genauerem Hinsehen fällt auf, Iris lässt tatsächlich tief blicken. Der transparente Stoff der Bluse legt sich eng um ihre weiblichen Kurven. Wahrlich ein sexy Outfit, mit dem die gebürtige Hamburgerin nicht nur ihren Fans, sondern auch ihrem Ehemann den Kopf verdreht. Für eine romantische Date Night mit ihrem Mann, wie sie zu dem Schnappschuss schreibt, putzt sich die blonde Schönheit gerne raus. Da darf es auch ruhig mal etwas mehr Ausschnitt sein. Und nicht nur Iris scheint sich auf den Abend mit ihrem Liebsten zu freuen, wie ihr breites Lächeln verrät. Auch ihren Ehemann bringt sie mit diesem sexy Look sicherlich zum Strahlen. Liebessensation bei Daniela Büchner. Nach langen Spekulationen um eine mögliche neue Beziehung äußert sich das TV-Sternchen nun selbst zu den Gerüchten. Ich habe ja in letzter Zeit schon gesagt, dass ich gerade dabei bin, einen Mann näher kennenzulernen. Ein Mann, den ich bereits seit vielen Jahren zu meinem Freundeskreis zähle, mit dem ich aber seit einigen Monaten ganz andere Gefühle verbinde. Für mich ist das ein sehr großer Schritt, einer, an den ich zeitweise nicht mehr geglaubt habe. Diese Gefühle füreinander wollten wir beide eigentlich erstmal für uns behalten.
Für sich behalten kann Daniela ihr Liebesglück dann aber doch nicht mehr, denn nachdem in den Medien bereits angebliche Fotos von ihr und Reality-TV-Star Ernesto Monte beim gemütlichen Stadtbummel veröffentlicht wurden, sieht sich die Wahl-Mallorquinerin nun doch in der Pflicht, sich zu äußern. In ihrer Instagram-Story schreibt sie, sie melde sich, wenn die Zeit gekommen sei. Sie möchte gemeinsam mit Ernesto entscheiden, was sie beide für richtig halten. Doch dann die Überraschung. Schon wenige Sekunden später teilt die fünffache Mutter dieses niedliche Kuschelfoto, das sie mit ihrem neuen Partner am Strand zeigt. Die beiden wirken super vertraut und sichtlich glücklich. Und auch dieses innige Foto beweist, wie nah sich die beiden stehen. Daniela drückt Ernesto einen dicken Kuss auf die Wange, während er selig lächelnd auf den Auslöser drückt. Aus Freundschaft wurde also ganz offensichtlich Liebe. Für ihre Filmrollen tourt Simone Thomalla durch die verschiedensten Ecken Deutschlands. Zuletzt dreht sie in den Bayerischen Alpen. Hier am wunderschönen Schliersee zeichnet die beliebte Schauspielerin neue Folgen für die ZDF-Filmreihe Frühling auf. Darin spielt Simone eine Dorfhelferin, die sich liebevoll um ihre Mitmenschen kümmert. Doch nicht nur in der Rolle von Katja findet sie Ruhe und Entspannung in der Natur, auch in den Drehpausen oder nach Feierabend genießt die schöne Brünette das Landleben in vollen Zügen. Bei einem gemütlichen Spaziergang mit ihrem Hund Ani, der sie stets am Set begleitet, lässt die 55-Jährige die Seele baumeln. Und bei dieser traumhaften Aussicht kann man wirklich nur neidisch werden. Im Hintergrund die Alpen, umgeben von Wald und Wiese und inmitten von nichts. Ein wunderschönes Fleckchen Erde, auf dem Simone hier vor der Kamera steht. An Drehtag 94 geht es für die brünette Schönheit ab ins Grüne. Wie eine Superheldin steht die gebürtige Leipzigerin im Wald, findet ein Fan. In Lederhose und Cape, ganz in Schwarz gekleidet, kann man den Blick kaum von ihren langen Beinen lassen. Mit der langen Jacke und der passenden Kapuze macht sie in diesem Lederlook glatt Superwoman-Konkurrenz. Das fällt auch ihren Fans auf, die ihr Outfit loben. Tolles Outfit, tolles Model, indem sie wie eine Kriegerin aussieht. Doch auch mit einer berühmten Märchenfigur wird die sympathische Schauspielerin verglichen. Es heißt Rotkäppchen, nicht Schwarzmäntelchen, scherzt Starkoch Alexander Herrmann. Eines ist sicher, egal ob als Schwarzmäntelchen oder als Superheldin, Bäume ausreißen kann Simone in diesem coolen Outfit auf jeden Fall.